If me get a chance of a smoke, see me really take that. Cause you're flipping on your flow and you're with them, my cat. See how you smoke at the weed till me eyes are bleed. And now you know, give a fuck about the punk police. So there's no justice, no liberation. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was kommt denn alles in dieses Körbchen rein, was wir Günther geschenkt haben. Deswegen zeige ich euch mal den Inhalt. Wir haben einmal sowas hier. Das ist ein komplettes Set. Ja, wenn man das aufmacht, dann sind da einmal Blättchen. Ja, Form schön mit Logo. Alles schön in Ökopapier und Natur. Und zweimal solche Filtertipps, um sich entsprechend Zigaretten zu drehen. Und der besondere Clou an dieser Verpackung ist, dass man aus dieser Verpackung sich so ein kleines Schälchen formen kann, um sich dort seine Mischung fertig zu machen. Dann haben wir uns überlegt, kann man auch immer brauchen, einen schönen Hanfblatt-Duftbaum mit entsprechendem Duft. Riecht sehr angenehm, schade, dass das Geruchsfernsehen noch nicht entdeckt worden ist. Wir haben da drin, etwas kitschig, aber dennoch lustig, Eiswürfelschalen in Hanfblattform. Ja, so aus Silikon, damit kann man sich dann für Eiswürfel machen, für entsprechende Getränke. Wir haben da drin, Kram, einen Schlüsselanhänger der Piratenfraktion im Landtag NRW. Wir haben da drin auch von der Piratenfraktion einen kleinen Aufkleber für die Handykameras, damit die böse NSA da nicht zuguckt. Wir haben uns erlaubt, damit reinzupacken, einen Flyer, und zwar ganz wichtig, für die Hanfparade am 9. August in Berlin. Ab 13 Uhr Hauptbahnhof geht's los, ja, die größte Demo in Deutschland für die Legalisierung von Cannabis. Wenn ihr könnt, geht auf jeden Fall dahin, das ist eine unglaublich wichtige Veranstaltung. Zur Mobilisierung für die Hanfparade gibt es auch einen Aufkleber der Hanfparade. Wir haben noch ein Zückerchen, lecker, tun wir auch noch da rein. Und ein bisschen Propagandamaterial von uns, sowie diese wunderschöne Stofftasche. Könnt ihr lesen, auf den Inhalt kommt es an. So, und das Schöne ist, so ein Präsentkorb bekommt nicht nur Günther Weigelein, sondern auch die anderen vier Kläger vor dem Verwaltungsgericht. Und wir hoffen, als Zeichen ja, der Dankbarkeit und für das Engagement und für den Mut, den sie bewiesen haben, diesen Schritt zu gehen, dass es halt zumindest eine kleine Aufmerksamkeit ist, über die sie sich freuen werden. Also, wir sind gespannt und vielen Dank und auf Wiedersehen. So, ich habe gesehen, in der Tüte hat sich noch was versteckt. Nämlich, eigentlich das Schönste, sowas hier. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, ich packe das mal aus. Das ist ein sogenannter Grinder oder eine Mühle. Und ja, Form schön aus Alu, gebürstet. Man kann es aufmachen. Und da drin sind ja halt so kleine Füßchen. Und das Ding dient dazu, um dort Cannabisblüten einzufüllen. Und dann kann man die halt so ein bisschen drehen und die damit so mit zerkleinern. Also durchaus sinnvolles Ding. Und das bekommt ihr auch nochmal dazu.